Hey Leute, wer auf der Suche nach einem sehr einfachen Auktionshaus-Plugin ist, der könnte mit Auction Chess glücklich werden. Spieler können ein Item in die vorgesehene Auktionskiste legen, einfach öffnen und per Shift-Klick das entsprechende Item zum Verkauf freigeben. Nachdem der Spieler das Item in die Kiste gelegt hat, wird im Chat aufgefordert, einen Preis einzugeben. Das getan, können nun andere Spieler den Gegenstand kaufen. Der Preis ist dann einfach in den Chat zu schreiben. In der Config lässt sich nun einstellen, wie viele Slots in der Auktionskiste der Spieler besetzen darf. Standard wären es 5 Slots. Sind diese erreicht, darf kein weiterer Slot mehr für den Verkauf von Items verwendet werden. Kauft ein Spieler zum Beispiel ein Item von euch, so wird eine Nachricht für euch sichtbar im Chat angezeigt. Als Admin ist es nun eure Aufgabe, diese Auktionskisten zu erstellen. Dazu gebt ihr den Befehl /auction-chest-get und einen Namen dahinter ein. Dann platziert ihr diese Kiste einfach irgendwo hin. Zur Übersicht könnt ihr nur noch ein Schild anbringen, damit die User wissen, hierbei handelt es sich um eine Auktionskiste, müsst es aber zwangsweise nicht unbedingt tun. Ihr könnt natürlich auch ganze Stacks verkaufen, so zum Beispiel 64 Stein. Der Spieler kann aber nur ein Item pro Zeit kaufen, das tut er mit einem Linksklick. Würde er einen Rechtsklick benutzen, so würde er gleichzeitig 8 Items kaufen. Das wäre dann in der Config einzustellen. Standard wäre es dann mit einem Rechtsklick 8 Items gleichzeitig zu kaufen. Wollt ihr also nun die 64 Steine verkaufen, so bestimmt ihr hier nur den Einzelpreis für nur einen Stein. Der Gesamtpreis wäre dann, wenn ein Stein 10 kostet, 640. Um die Auktion abzubrechen, klickt einfach wieder auf euer Item, dann bekommt ihr es wieder zurück in euer Inventar. Habt ihr viele Spieler auf eurem Server, so wird vielleicht eine Auktionskiste nicht ganz reichen, so platziert einfach weitere, ein Limit dafür gibt es dann nicht. In der Config nun lässt sich jetzt noch alles umdeutschen und ganz oben finden wir nochmal drei Optionen. Einmal wie gesagt für den Stackkauf per Rechtsklick, statt 8 könnt ihr dann auch einfach 64 hinschreiben, dass man dann immer sofort 64 kauft. Den maximalen Preis, den die User einstellen können und einmal die maximale Anzahl an belegten Slots. Dann haben wir auch noch ein paar Befehle. Mit /auk bzw. auction chest könnt ihr eure belegten Slots sowie den Status eures Silent Modus ansehen. Was der Silent Mode ist, dazu kommen wir gleich noch. Mit auk help bekommt ihr eine Übersicht über alle Commons. Mit auk get name bekommen wir wie zu Anfang gesagt die Auktionskiste. Mit auk silent können wir die Nachrichten deaktivieren, die wir bekommen, wenn andere Spieler unsere Items kaufen. Mit AllClean können wir eine Funktion aktivieren, damit ihr beim Klicken auf euer Item, also dass das dann sofort entfernt wird, eigentlich sinnlos, weil es dann wirklich komplett entfernt wird, das heißt ihr bekommt es nicht mehr zurück ins Inventar. Mit AllCount könnt ihr die Anzahl an Auktionskisten auf dem Server sehen. Mit AllMaxSlots könnt ihr in-game die Slotanzahl der Spieler erhöhen oder senken und müsst dazu nicht nochmal in die Config des Plugins gehen. Mit AllReloaded könnt ihr das Plugin dann nochmal reloaden. Damit User das Plugin benutzen dürfen, müssen noch folgende Permissions vergeben werden: auctionchess.sell und auctionchess.buy. Zusätzlich für den Silent-Befehl auctionchess.silent. Unter anderem vielleicht dann auch noch auctionchess.count, damit die User sehen können, wie viele Auktionskisten es auf dem Server gibt. Ansonsten war es das nun mit dem Tutorial. Wie immer danke fürs Zusehen, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen behilflich sein. Bei weiteren Fragen, Kommentare per mich und wenn es das mal wieder gewesen ist, würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.